Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, hier bei HoliLOL. Und zu einer weiteren Folge Make My Auto Great Again. Und heute kommt der oder die gute Lime. Und zwar mit einem Octane. Also heute wieder Octane Action. Und zwar unpainted. Der Aufkleber ist der Roman Reigns Aufkleber. Dann haben wir die schwarzen OEM-Reifen, einen schwarzen Standard-Boost und die Spur ist klassisch auch in schwarz. Die Torexplosion, hoffe ich, sehen wir gleich in-game, aber natürlich möchte ich euch auch noch die Kameraeinstellungen zeigen. Und da haben wir den Sichtbereich von 110, den Abstand von 250, die Höhe von 80 und einen Winkel von minus 4 und die Starrheit ist auf 30 gestellt. Ich bin gespannt, wie ich mit der Höhe von 80 klarkomme. Das ist, glaube ich, schon relativ tief und 250 ist relativ nah dran. Ich bin gespannt, wie das mit der Übersicht ist, der Spielübersicht. Aber ich denke mal, dass ich auch dieses Spiel gut über die Bühne bringe. Und jetzt natürlich, bevor es losgeht, denkt dran, liken, kommentieren, abonnieren, falls euch meine Videos gefallen, denn dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr von mir. Und natürlich auch auf meinem Twitch-Account vorbeischauen, fast tägliche Livestreams. Einfach mal reinschauen, kleines Abo da lassen und dann verpasst ihr keinen Livestream mehr. Und jetzt geht's los. Natürlich der Link unten in der Videobeschreibung. Einfach draufklicken und ihr seid da, wo ihr hin wollt. Jetzt geht's los. 2 vs. 2 mit dem Auto von Lime. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Lime kam mir jetzt ein bisschen komisch vor. Ich denke mal, du meinst Lime. Hoffe ich. Wir gehen in die Runde 2 vs. 2. Wir sind angekommen. Let's go. Ja, die Höhe ist schon gewöhnungsbedürftig und die Entfernung zum Auto. Aber ich glaube, das ist machbar. Bin ich mir sicher. Lime hat auch geschrieben, dass beide Autos die gleiche Farbe haben. Deswegen ist es egal, ob wir jetzt hier in ein rotes Team kommen oder in ein blaues. Made für dich. Oh, so, sorry. So, jetzt machen wir hier das erste doch nicht. Schade. Der ist gefährlich. Doch nicht so gefährlich. Ey, ey. Okay. Natürlich möchte ich hier auch gerne ein Tor schießen. Wir wollen ja auch hier die Torexplosion sehen. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, die ist relativ cool. Also mir gefällt die wirklich gut. Oh Gott, er bumpt mich. Komm, Mate, bring den Ball nach vorne oder gib ihn zu mir. Ja. Komm, komm. Beide sind hier hinten. Du brauchst ihn nur reinmachen. Du brauchst ihn doch nur reinmachen. Ja. Ich mache ihn rein. Ich mache ihn rein und ihr seht es. Überwucherung in schwarz, die Torexplosion. Wir schauen uns die jetzt nochmal in der Wiederholung an. Also, ich mag diese Torexplosion. Und ja, da kann ich eigentlich jetzt nichts mehr zu sagen. Ihr denkt natürlich dran, der Ball geht rein. Nein, doch nicht. Ihr denkt natürlich dran, dass ihr dieses Auto natürlich auch bewertet. Also in Anführungsstrichen bewertet. Ihr sollt jetzt nicht sagen, hier von wegen, das ist aber ein Kackauto oder so. Nein, einfach nur hier gucken, ob die Farbzusammenstellung passt. Na, ihr wisst das ja. Ihr habt das ja in den letzten Videos. Oh Gott, der geht nicht rein. Ich dachte, der geht rein. Ihr habt das ja in den letzten Videos eigentlich immer sehr, sehr gut hinbekommen. Auch ein bisschen diplomatisch dann. Schönes Tor. 2:0. Auch dieses Spiel werde ich nicht verlieren. Und falls ihr auch mal hier dabei sein wollt bei Make My Auto Great Again, schreibt mir in die Kommentare, welches Auto ihr fahrt. Welchen Aufkleber, welche Reifen, welchen Boost, welche Spur, welche Torexplosion. Und natürlich eure Kamera-Settings. Das war das 3:0. Ich hatte erst überlegt, ob ich dem Mate das Tor klaue wegen der Torexplosion. Die wollte ich nochmal sehen.
Habe ich aber dann gelassen. Fand ich dann doch ein bisschen assi, wenn ich dem jetzt das Tor klaue. Okay, 3-1. Ich weiß nur nicht warum. Schauen wir uns mal an, was passiert. Ach, der Mate ist gar nicht erst losgefahren. Okay. Kann man machen. Muss ich mich jetzt darauf einstellen, dass er nicht fährt? Er fährt, okay. Oh Gott. Ja, sehr schön. Und wir sehen die Torexplosion nochmal. Komm schon, da ist er drin. 4-1. Und wir sehen nochmal Überwucherung in Schwarz. Also wenn ihr auf schwarz-weiß Autos steht, ist dieses Auto bestimmt richtig gut. Ich bin ja eher so ein bisschen der farbenfrohe Typ. So ein bisschen helle und freundliche Farben. Oder komplett weiß. Das ist so mein Ding eher. So ganz so schwarz. Ja, macht auch mal Spaß. Ich habe mir ja auch den schwarzen Octane geholt. Aber der schwarze Octane mit einem weißen Aufkleber und weißen Reifen ist halt auch richtig gut, ne? So. Schön. Ah, brauche ich gar nichts mehr machen. 5-1. Let's go. Also Lime. Diese diese Kameraeinstellungen sind gar nicht so schlecht. Hätte ich jetzt gedacht, dass ich mehr Schwierigkeiten kriege. Ich dachte, er fährt wieder nicht. Aber tatsächlich kommt man damit ganz gut klar. Oh, ja. Der ist drin, oder? Der ist drin, oder? Jawohl. Ich habe ihn mir nochmal selber vorgelegt. Das war natürlich nicht daneben geschossen. Nein, das war eine Vorlage für mich selbst. 6-1. Und ja, ich weiß, es ist ungewertetes Spiel. Ja, ich weiß, die Gegner sind nicht die Besten. Aber was nützt mir das denn, wenn ich jetzt hier ein Spiel mache, wo es eng wird, wo nur ein Tor fällt, was vielleicht mein Mate schießt und wir sehen diese Torexplosion nicht von dem Lime. Also ich weiß nicht. Dann doch lieber so und wir sehen nochmal die Torexplosion. Natürlich ist das kein ernstzunehmendes Spiel, aber es geht ja hier auch nicht um das Spiel. Es geht hier um das Auto. Sonst wird das Video ja heißen Make My Spiel Great Again. Nein, Make My Auto Great Again. Wir haben gewonnen. Bester Spieler. Super Auto. Und die Kameraeinstellungen, ich weiß nicht. Ich könnte mich tatsächlich dran gewöhnen. Also ich habe jetzt hier in dieser Reihe so viel mitgemacht. Autos, verschiedene Kameraeinstellungen. Und man kann tatsächlich mit fast allen Kameraeinstellungen was anfangen. Es war jetzt keine Kameraeinstellung dabei, wo ich sage, wow, das ist nicht meine Welt. Vielleicht jetzt die eine, ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, aber ich denke mal schon, wo die Kameraentfernung auf 350 war. Das war schon, also für mich persönlich, krass weit entfernt. Da hatte ich, glaube ich, die meisten Probleme mit dem nah dran. Und mit der Höhe, dass die Höhe ganz weit unten ist, das ging eigentlich tatsächlich. Und dieses Auto gefällt mir auch so. Ich sage ja, ich bin nicht so der Schwarz-Weiß-Fan, aber so schlecht ist es gar nicht. Lime, du schreibst mir in die Kommentare, ob ich hier alles richtig eingestellt habe, ob das genau deinem Auto entspricht. Aber ich hoffe es. Ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht. Ich habe es so gut wie möglich probiert. Und ihr anderen denkt dran. Liken, kommentieren, abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und meinen Twitch-Account abonnieren, damit ihr keinen Livestream mehr verpasst. Link unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao.